Hey, Wolfi! Dieser Höhleneingang ist verdächtig. Fertig. Gut, dann können wir wieder aufatmen. Ja, hör zu heulen. So. Jetzt dahin. Wolfi? Danke. Mir. Laufen und trinken. Trinken einschütten. Und laufen und. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Prost. Hallo, Ende der Karte. Gebiet nicht verfügbar. Ja, dann hat Gebiet nicht verfügbar. Ist mir doch egal. Aber. Ich will das Zeug da haben. Den hatten wir heute noch gar nicht. Stimmt. Blub ist nicht da. Blub macht das immer. Böses Wildschwein. Böses Wildschwein. Bruderschaftshaus. Aha, hallo. Guten Tag. Von der anderen Seite versperrt sein. Bin ich aber nicht nett. Nö, finde ich nicht nett. Bis jetzt trinkt sie auch brav. Ja, ich bin ganz brav. Assassinen! Ja, wir. Also die Flasche ist jetzt leer. Ich habe jetzt mein letztes Glas. Ja, bis jetzt, wenn Blub wieder anfängt, dann gibt es erstmal 5 Pausen hintereinander. Hier muss es noch einen Eingang geben. Es muss. Ein Ring. Meine Suche nach dem Ring von Sylvanus ist furchtlos geblieben.
aus dem Tempel gestohlen, bevor ich ankam, von wer weiß wem. Ein Ring ist zu klein, er könnte in jeder beliebigen Manteltasche verborgen sein. Ich habe derweil einen Hinweis auf einen anderen Schatz gefunden, die Janusmaske. Red. Okay. Hallo, Bran. Hallo? Noch ein Durchgang? Hallo? Bei dem Feuer? Ich glaube, da war ein Feuer. Oder auch nicht. Hallo? Will nach da unten? Hallo? Steckt der Eingang? Hallo? Okay. Ja. Aha! Da ist was zu kaputt werfen. Ein paar Beeren. Wenn da so ein Ding ist zum Werfen, so ein Bombenfass, dann ist hier bestimmt irgendwo ein Weg nach unten. Nein! Au! Huhu! Böse Beeren, böse Beeren! Böse Beeren! Ha! Nein! Och, Evo. Es geht so nicht. Will nicht. Ich hab Ruhe. Ich hab euch nichts getan. Geht Honig essen. Nein. Oh. Alter, Evo, beleg deinen Arsch. Mobbing! Sagte nö. Lass mich rein, verdammt! Sie wurde wohl verriegelt. Ach, Schnauze jetzt! Ich hab keine Lust mehr. Danke. Geht doch. Aha. Juhu. Weg gefunden.
Aha! Bin ich hier auch drin auch so ein Ding, oder? Das ist doch eine Falle. Ja, das ist es. Ja, das tun. Meins. Diese aggressiven Bären, schlimm, oder? Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Nee, voll gegen die Wand gelaufen. So, da, oder? Ja, das war's. Au. Ach, du! Du? Wer? Ich? Das ist doch eine Falle. Das heißt. Aua. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Yep. So ein Ding zum. Oh, noch eins. Die brauche ich bestimmt noch. Hallo. Ja, sag ich doch. Ah, so. Ganz ruhig. Ja, stimmt was nicht. Ey, wo du nimmst ja jetzt das Ding da. Dann sind wir blind. Sehe nichts. Kann ich die Dinger da anzünden? Na toll. Geh schon aus! Ja, ich kann es anzünden. Wuhu. Anzünden. Juhu! Hä? Licht! Das ist doch eine Falle. Ja, das ist eine Falle. Da brennt ein Assassinenzeichen. Das ist ja cool. Wo ist der verborgen? Jo, ich hab ne Hose. Verblasser Brief, Magister Sebastos. Vergebt mir meinen kühnen Ton, aber diese Anordnung zum Rückzug von Magister Vitus in Londinium erscheint mir voreilig und feige. Seit über 3 Jahrhunderten haben die Verborgenen aus dem Schatten heraus dieses Reich und seine Bürger vor den schlimmsten Misshandlungen durch die Kaiser und ihre unbändigen Launen beschützt. Und jetzt, da das Imperium zurückgedrängt wird und der Schutz durch uns Früchte trägt, sollen wir unseren Posten einfach aufgeben? Wahnsinn! Damit all unsere Errungenschaften umsonst waren, wird unsere edle Schwesternschaft die gewalttätigen und doch wenigen Stimmen, die sich gegen uns aussprechen, am lautesten singen lassen? Wir müssen doch besser sein, da stimmst du mir sicher zu. Deine Freundin und Schwester in den Schatten, Magistra Maya. Alterius non sit qui jus esse potest, oder so ähnlich. Endlich hat er raus zum Anziehen für die Beine. Ja! Wurde ja auch noch Zeit. Herr Magas Kodex, Seite 3. Aber um das letzte Licht zu sehen, müsst ihr zuvor den Verlust, die Leere, den Schmerz spüren. Und ihr müsst immer in dem Glauben handeln, dass ihr versagt habt, dass ihr weder versagen werdet, dass ihr stets versagen, dass ihr wieder versagen werdet, dass ihr stets versagen müsst. Das ist der Pfad der Verborgenen. Besser zu versagen, als ihr
zuvor versagt habt. Wir wandeln durch die Dunkelheit, immer auf der Suche nach dem Licht. Sie hielt inne und holte tief Luft. Doch hier muss ich mir selbst widersprechen, denn obwohl die Beschaffenheit der Realität leer und unerklärlich ist, ist die Beschaffenheit unserer Arbeit es nicht. Und damit diese Bruderschaft erfolgreich sein kann, müssen wir Grundsätze haben, an denen wir unseren Erfolg messen können. Harte, kalte Regeln. Wahrheiten, auf die wir schwören. Ein leises Murmeln machte sich unter den versammelten Lehrlingen breit, und während sie erkannten, was hier gerade geschah. Die endgültige Kodifizierung, die lange nur ein Gerücht war, wurde ausgesprochen. Die Frau fuhr fort, doch mit bedeutungsschwangerer Stimme. Seit der Zeit der Ptolemäer haben die Verborgenen dazu gedient, die unnatürlichen Fesseln zu brechen, die der Mensch dem Menschen anlegt. Und wir haben das auf eine Weise getan, die mit unserem Credo übereinstimmt. Doch hat das oft zu Verwirrung und Chaos geführt. Deshalb haben wir drei Grundsätze ersonnen, die durch rigorose Praxis und Anwendung entstanden sind und uns zu größerem Erfolg führen sollen. Grundsatz 1. Verbergt euch in der Masse, damit euer Erfolg sichtbar wird, schnell und ohne Vorwarnung. Grundsatz 2. Gefährdet die Bruderschaft nicht, handelt und redet stets mit Bedacht, denn nur so können wir uns vor äußeren Einflüssen schützen und die Reinheit unserer Motive sichern. Aber da fehlt noch eins. Jo. Fehlt da immer noch was? Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Ja, mit fehlt da, Schatz. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Muss da durch. Da. Tada! Wie komme ich denn hier wieder raus? Das ist doch eine Falle. Ach so. Ich glaube, da komme ich nicht raus. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Nein! Oh, nicht das neue Leder! Das ist nicht neu. Ist hier ein Ausgang? Aha! Hier gibt es einen Ausgang. Ha. Hätte ich mir denken können. Ah. Und da? Und da geht's raus, okay. Ach, und das war der. Ja, okay. Ja, hier unter. Wieder draußen. So. Da unten. La 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 la. Her! Ich will doch alles erkunden bekommen. Alles erkundet bekommen, bevor der Stream aus ist. Stimmt. Was? Geh weg. Hab
4 Schnipsel, 3 Schweinchen heute, 5 Schweinchen morgen. So viele verlorene kleine Schweinchen, saftig und fett. Mein Festmahl wird Tage dauern. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Bestimmt, ja. Krieg mal hin. Ha, guck, ich kann da rein. Da nicht rein. Als ob die da nicht reinklettern können. Ups. Ach du. Ach so, da ist zu. Das ist doch mal ein. Muss die aufs Klo? Was ist dein Begehr? Wer bist du? Was? Was? Gift. Ich muss sofort hier raus. Welches Gift? Schweinchen sind übrigens Menschen. Sie ist Mensch. Sie wurde wohl verriegelt. Ja, nicht blöd, du blöde Kuh. Dafür wirst du sterben. Hast du noch was zu sagen? Bleib stehen! Dein Ernst? Hat die sich versucht zu verstecken? Nee, 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 nee. Böse Frau, böse Frau. Kommst voran? Ja. Also ich bin fast tot, aber hey. Du bist allein, mitten im Wald. Was machst du hier? Heilen kann ich nicht. Ich hab nichts mehr. Ich sehe auch nichts. Ich bin im Wald, warum sind hier keine Pilze? Beethoven! Was willst du haben? 10 Flosswälse. Wie viel habe ich denn? Nicht genug. Ich habe 10 Flossbarsche und keine Flosswälse. Eine. Ich habe eine.